Willkommen zu einer weiteren Folge Stranded Alien Dawn, wo wir versuchen, eine krasse Festung aufzubauen und irgendwie diesen Planeten zu verlassen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Los geht's. Schaut mal hier haben wir Bretterdecke gemacht und das ist einfach normale Holzdecke. Ich tendiere fast dazu, dass wir hier überall dann Bretterdecke machen. Soll zwar eine Weile dauern, aber wir können das ja umwandeln. Wiederaufbau, Holzbretterdecke. Okay, das soll ein bisschen dauern. Riesenbaustelle, Alter. Ah, die transportieren gerade die Windräder hier rüber. Aber erstmal räumen wir jetzt hier schön das Dach frei. Das hier, wie gesagt, reißen wir dann alles weg hier. Wollte ich einfach die Foundies dann wegmachen. Aber erstmal will ich hier, dass die Treppe steht und so. Da haben sie erstmal jetzt ein bisschen zu tun. Gucken, wie das dann aussieht, ey. Holz haben wir noch 400. Wie viel habe ich noch einen Auftrag gegeben? Da ist noch ein bisschen was. Aber ich werde trotzdem mal das hier auch noch schneiden. Wir brauchen sowieso ganz viel Holz, weil ich gleich noch Defense ein bisschen ausbauen will. Ich will mal mit Christian noch eine Expedition starten. Das darf Nova machen. Das darf Quinn machen. Oh ja, Blitzableiter müssen wir mal wieder schauen. Stimmt. Hör mal hier einen hin noch. Eventuell sollten wir hier auch noch einen hinbauen. Zu den Bewegungssensoren und so. So, so wie viele KI-Kerne haben wir? Null. Aber Moment, die Ressourcen sind gerade sehr lau. Ich gehe jetzt davon aus, dass sie schon angefangen haben. Also wir haben 6 unfertige Komponenten. Oh, das kann nicht sein. Also wir hatten vorhin 10 elektronische Geräte. Wo sind die hin? Haben wir jetzt einen KI-Kern irgendwo wieder rumliegen oder nicht? Das Dumme ist, ich sehe halt nur, dass wir 6 unfertige Komponenten haben. Ich weiß aber nicht, wo. Hier. CPU-Kern. Hier ist ein CPU-Kern. Da. 58%. Wir haben 2 nicht beendete CPU-Kerne. 3. Wir haben 3 nicht beendete CPU-Kerne. Ja, ist ja auch okay. Wir wollen ja KI-Kern. Okay, ich habe schon mit KI-Kern verwechselt. CPU-Kerne ist in Ordnung. Ich dachte, wir hätten jetzt 3 nicht beendete KI-Kerne. Gut gemacht, danke. Ich habe irgendwas mit Bier gelesen. Riesenbaustelle jetzt hier. Aber die Windräder sind nicht mehr da, sehr schön. So, weil dann würde ich nämlich dann Unterkünfte, Dach. Hier hätte ich gerne ein Bretterdach drauf platziert. So. Und jetzt passt auf. Ich glaube, wenn ich das hier nehme. Ne, das sieht blöd aus. Ja. Nicht ganz. Hier. Bam. Tada. Abgefahren. So, das hier reißen wir irgendwann komplett weg, das Ding. Ich würde wahrscheinlich sogar hier dann Turrets drauf platzieren, wenn wir Flugviecher kommen. Also zumindest hier so 2 Stück. So relativ zentral, wäre doch cool, oder? Ich mache die Base schön. So, ja, uns fehlt halt wirklich nur noch der KI-Kern, dann wäre das hier fertig, die zweite Erntebootstation. Ein Arbeitsunfall bei Kreuzfahrtschifftrümmer. Oh nein, sie ist mit ihrem Fuß in einem engen Loch im Boden versunken. Sie hat sich verletzt. So, wenn die Treppe jetzt hier fertig ist, werde ich jetzt langsam anfangen, die Foundation wegzureißen. So, das wird jetzt hier alles zulegt. Immer gleich noch ein bisschen Holz zusätzlich rein, ist eigentlich gar nicht so schlecht. Hey, das wird auch voll schön, oder? Das sieht also einfach blöd aus, ey. Ich mag das einfach nicht so. Den Zaun können wir auch wegmachen. Wir haben ein neues Pulsgewehr, Leute. Das Pulsgewehr, nee, ist das das hier? Nee, das ist eine Raygun, okay. Pulsgewehr ist, glaube ich, die Shotgun, ne? Können wir. Weiß nicht, was denn, glaube ich, Nova! Nova! Kommt sie bald nach Hause? Sie blutet übelst! Oh nein, und sie ist die gut in verarzten ist. Oh nein! Nova, komm nach Hause, meine Güte! Da ist sie. Okay, sie heilt sich selbst. 8,5 pro Stunde. Sie muss es aber selber jetzt schnell machen, weil sie ist ein paar gut. Let's go. Boah, wenn die stirbt, wäre so schlimm. 8,5 immer noch. 0,5. Alter. Gestresst, Arsch stehend, hat leichte Schmerzen. Leg dich schlafen, erhol dich. Das gibt's doch gar nicht. So, hier auch noch weg. Einziges Problem ist, wir kommen jetzt hier noch ganz blöd hin. Wait, warte mal. Mach ich einfach die Wand weg, oder? Ja. Ja, die Decke müssen wir auch noch wegmachen. So. So, das ist jetzt auch noch ein bisschen lost hier mit dem Zaun. Ich brauche mal noch einen Solarkollektor.
Aber ich bin halt schon ein Fan, wenn hier ein Zaun ist. Erstmal so. Bisschen, dann guck ich weiter. Oh, wir werden angegriffen. 90. Oh, es kommen ja nur noch Fluggegner. Oh, Alter, die sind übelst nah. Und der Bewegungssensor ist noch nicht fertig, weil wir noch keinen CPU-Kern haben. Och man, ey. Okay, ich platziere den oben. Wir machen den hier hin. Wenigstens ist keiner auf Expedition. Die Ulfen sind ein bisschen in Gefahr vielleicht. Wir müssen die jetzt vorher schon anlocken am besten. Ein bisschen. Ja, halt, Moment mal. Wie ist jetzt dieses mit dem Schi- Die Windräder sind noch kacke hier, oder? Die behindern noch alles. Ja, die müssen wir auch wegmachen, ey. Ich bin verrückt. Ich will die hier jetzt nicht bauen. Keine gute Idee. Ich setze jetzt erstmal hier hin. Okay. Da irgendwo... Nee, so, dass wir nicht so weit laufen müssen. Und hier... Hier. So, jetzt Schussbahn. Besser. Viel besser, viel besser. Okay, 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 okay. So, Sensor sitzt so. Ist auch richtig eingestellt, ne? Nee, Sensor ist hier. Der Sensor funktioniert nicht. Ist ausgeschaltet. Ich mach mal an. Okay, Sensor an. Gut, Leute, dann würde ich sagen, wir schicken mal unsere Sniper vor. Oder wir warten hier. Das könnten wir auch machen. Das Problem ist, wenn ich jetzt hier hinschicke, die können, glaube ich, hier gar nicht über den Wall schießen. Wir müssen unsere KI-Bots auch noch eben... Ich sollte die, glaube ich, mal in die Base dann bringen, ey. Hier rüsten die... Der Sensor ist jetzt so... Okay, also hier werden unsere Leute protected. Wenn die hier so stehen zumindest, dann... Jetzt müssen wir schießen können, ey. Ja, jetzt können wir schießen. Okay, die kommen. Ein paar zumindest. Uff. Da können wir schon mal ein bisschen das Feld ausdünnen. Ja, ihr könnt die Tür jetzt halt nicht schießen. Lauft am besten mal in die Base wieder rein. Das war vorhin schon gut. So, wird schießen. Ah, oh, die ging ja doch Schaden, ne? Alter, sind das viele. Ja, geht schon. Sollten wir hinkriegen. Ja, die holen wir alle vom Himmel. So. Bam. Und da hinten ist noch eins. So. Okay. Okay, aber haben wir, glaube ich, ganz gut gelöst. Wir müssen hier oben Turrets bauen. Ein paar. Wenigstens so zwei, drei Stück oder so. So zentral. Das wäre schon mal ziemlich cool. Und dann müssen wir am besten die Turrets hier so hin platzieren. Also da und da. Und hier dann eine Wall hin. Ringsrum. Irgendwie so muss man das machen. Aber erstmal machen wir die Base hübsch. So, nur weil müsste ich eigentlich um alle kümmern. Wir schauen nochmal eben Medizin. Wir haben 17 mal Heilsalbe. Wir haben 80 Antibiotika. Wir müssten dann mal wieder Verbandszeug machen. Anfertigen. Verbände. Bis, aber bitte nicht aus synthetisch und auch nicht aus Leder, einfach Stoff. Bis 20. So, hä, das sieht doch schon mal viel geiler aus jetzt. Jetzt müssen wir nur noch hier das mit den Mauern, das ist ja noch ein übelstes Wirrwarr. Das ist schrecklich, darum kümmere ich mich dann bald. Wir haben auch 1300 Holz, also wir können schon ein bisschen was machen. Und hier kriegen wir dann auch nochmal 1400. Ich weiß nicht, habe ich jetzt hier noch was in Auftrag gegeben? Vielleicht noch ein paar Bäume. Wir brauchen wirklich viel Holz. So, ich würde es auch bald mal wieder ein bisschen erforschen wollen. Lass mal die Handelbank noch freischalten. Weil ich glaube ja, zum Beispiel vorhin hat jemand Kampf verbessert, indem er hier draufgehauen hat. Also gehe ich mal davon aus, wenn die Handelbank benutzen, dass die Physiologie für sich verbessern. Also dann bei Expeditionen mehr mitnehmen. So ein KI-Kern. Ich hab's Gefühl, ich weiß nicht, ob irgendwo jetzt wieder einer rumliegt, der halb fertig ist oder nicht. Also wir haben 5 unfertige Komponenten. Das sind die 5 hier. CPU-Kern, 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 Metalllegierung. Also, wir haben anscheinend keinen angefangen. So, und jetzt würde ich gerne hier die Lager wegreißen. Dass wir hier mal noch ein bisschen mehr Platz haben. Es kann sogar sein, dass der Boden hier fruchtbar ist. Und dafür würde ich Lager hier
Hier ist ja überdacht. Hier hinsetzen. Dann ist es auch näher. Ich meine, unsere Werkstatt ist ja hier. Ne? Das heißt, wir machen mal hier Lager. So. Dann würde ich hier noch machen. Könnten auch noch ein paar Regale hier reinsetzen. Aber für Holz und so geht das ja nicht. Dann baue ich lieber hier noch ein paar Regale rein und nehme dann die hier, das Lager weg. Dann mache ich hier noch, lieber noch ein paar Regale hin. Ich glaube, das gefällt mir besser. Sehr gespannt, wie die Base dann aussieht, wenn das hier halbwegs clean ist. Das hier machen wir auch weg. Wie gesagt, die Foundation reiße ich weg, sobald wir die hier ernten konnten. Die können wir halt nicht verschieben, das geht nicht. Das hier können wir schon weggruben. Bisschen. So, und dann lass mal gucken. Also, irgendwie können wir ein Flakgeschütz bauen. Müssen wir das erst erforschen? Weil ich sehe kein Flakgeschütz. Also ja, hier ist Flakkanone. Unsere automatischen Geschütze eignen sich hervorragend zur Abwehr von kleinen und großen Bodenzielen, die sich relativ langsam fortbewegen. Gegen fliegende Gegner sind sie jedoch nicht effektiv. Für diesen Zweck benötigen wir eine schnell rotierbare Kanone. Wir brauchen das hier. Erforschen. Sehr gut. Okay, dann bauen wir davon irgendwie ein, zwei Stück dann hier oben drauf wahrscheinlich. Das ist dann relativ zentral. Und die Kanonen können mit unterstützen. Und wir müssen Bewegungssensor noch einbauen. Also, hier bitte. KI-Kerne, wie sieht's aus? Wir haben gerade keine. Ich verschiebe das erstmal wieder hier hin. Hoffe einfach, dass bald mal wieder keine Flugviecher kommen. Ich mache jetzt noch einmal Expedition. Mit den Leuten. Das macht Quinn. Oh, die Sternschnuppe läuft gleich ab. Das dauert 3 Stunden. Dann macht das Christa. Ein Kreuzfahrtschimmer macht. Kreuzfahrtschiff drüber macht Nova. So, okay. So, und hier die Lager müssen wir wegreißen. Leerräumen und abreißen. Leerräumen und abreißen. So, das könnt ihr alles hier lagern dann. Dann haben sie auch weniger Arbeitsweg. Theoretisch müsste die Drohne das eigentlich relativ schnell. Also mit der Drohne müsste es eigentlich super schnell gehen. Wow! Wir haben 8 elektronische Geräte geplündert, Alter. Krass. Also aus irgendeinem Raumschiff gerade, was noch in der Nähe ist. Ich habe einige interessante Steine in der Nähe des Meteoriteneinschlagsorts entdeckt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie Erz enthalten. Sammel ein, was du kannst. Eigentlich müssten wir genug Stauraum haben. Hier ist er auch noch. Ah nee, hier wollte ich auch noch machen. Wartet. Lager. Also hier können wir noch. Und hier auch. Moment, nee, hier aber geht das die Überdachung nicht weiter. Lager. Ich mach mal hier noch, weil das ist halt bei der Werkstatt direkt, das ist eigentlich ganz gut. Also. Hier noch. Sollten wir eigentlich jetzt genug Platz haben, denke ich. Erste-Hilfe-Kästen, Suppe-Getreide. Ja, dann nehmen wir Erste-Hilfe-Kästen mit. Schaut mal, gedüngt. Die Felder sind gedüngt endlich. Was kriegen wir da jetzt für einen Bonus? Wachstumsrate 129%. 30%, so wie es aussieht, ha? Huh? Also wächst es 30% schneller. Weil wir von den Ulfen jetzt Dünger bekommen. Sehr gut. So, okay, hier ist jetzt auch clean. Als nächstes. Ja, erstmal sollen sie von der Expedition wiederkommen. So, jetzt überlege ich nur wegen Defense. Wir haben jetzt 1700 Holz. Die Lasergeschütze, die können bis hier hinschießen. Und bis hierhin. Ich würde es am liebsten im Palisadenwall so hier setzen. Den hiermit verbinden. Hier ist schon okay. Und dann hier lang und dann hier lang. Also durch den Wald durch. Und ja, genau hier. So, mach mal. Und ziehen das bis hierhin durch. Dann hier hoch. Machen wir es mal so hier. Dann gehen wir hier weiter. Ich mach mal bis hierhin ungefähr. Ich mach ein bisschen weiter, was soll's. So. So, so. Hier würde ich aber auch hohen Palisadenwald draus machen wollen. Aber die sollen das erstmal fertig bauen. Ich werde das hier alles dann ein bisschen cleaner machen, so, ne? Ich will nicht, dass das so bleibt. Das ist, ich finde das sehr hässlich. Ich will nicht, dass das so bleibt. So, ich mache hier ein Gate. Hier ein Gate. So, wir haben jetzt 18 elektronische Geräte. Also eigentlich müssten die jetzt aufs übelste gleich CPU-Kerne ballern. Sobald sie mit Bauen fertig sind. Gut. Handelbänke erforscht. Vergnügen. 40 Legierungen. Ja, gönne ich mir jetzt mal. Machen wir die hin.
Hier oben? Ist das der Fitnessraum? Draußen wäre auch okay, oder? Ich glaube, ich bin draußen sogar cool erstmal. Oh. Hier ist cool. Direkt neben den Batterien. Und sobald es fertig gebaut ist, werde ich mit allen CPU-Kerne herstellen. Wie verrückter. Und dann haben wir endlich einen KI-Kern und dann kriegen wir noch einen zweiten Erntebot rein. Zweite Erntebot-Station ist ready, Leute. Und wir werden angegriffen. das gehen wir noch fertig, hä? So, die Gates sind zu. Dann stelle ich auch mal hier auf. Es kann doch sein, dass hier hinten jetzt blöd wird. Jetzt haben wir hier ein bisschen drauf. Okay. Aber die meisten laufen schon ordentlich außen rum. Ja, hier, das ist die Schwachstelle. Das ist das Problem, weil hier noch offen ist. Wenn da zu wäre, wäre, glaube ich, gut. Ich denke trotzdem... Nein! Erntebot zerstört. Sorry, dass du laut warst, das ärgert mich. Er war gerade fertig, der zweite. Ich werde verrückt. Neuen Bot bauen. Was kostet das? Okay, wir brauchen nicht nochmal einen KI-Kern. Ein CPU-Kern, 50 Metallion, okay. Ja, gut. Immer Garnison anmachen, wenn wir angegriffen werden. Wichtig. Muss man merken. So, aber guckt mal hier. Die ziehen sich auch schon wieder alle zurück. Die wollen jetzt auch hier lang. Wenn wir das komplett fertig haben, soll das passen. Nur hier ist noch ein bisschen doof, aber ja. So, die kommen jetzt hier. Ja, das sieht gut aus. Nur hier ist noch nicht ganz so cool. Aber ich denke, wenn die Wall fertig wäre, dann wäre das auch easy. Dann würden die wahrscheinlich auch alle, also wirklich alle hier langlaufen wahrscheinlich. So, hier sind noch ein paar. Das war's. Uiuiuiui. Der Rocket Launcher gerade. Der war wild. Okay, alles klar. Ja, hier reparieren, das hier noch zubauen. Ich denke, dann werden die auch nicht mehr so versuchen, hier lang zu kommen. Aber es war ja nicht mal so schlimm. Der alte Bot, wo ist denn das hier? Den können wir plündern. Der hat vor allem hier das Werkzeug, hätte ich auch gerne. Quinn. Mach mal. So, hier liegt jetzt noch das Erntewerkzeug rum und hier liegt 50 Altmetall rum. Okay. Jetzt müssten ja die Drohnen einsammeln irgendwann, oder? Oh, das ist gar nicht so weit weg. Schön dann. So, wisst ihr was? Ich würde jetzt mal richtig krass KI-Kerne, nee, CPU-Kerne pushen. Weil wir brauchen unbedingt mehr Flakgeschütze und Turrets und so weiter. Ich gehe mal auf 8 oder so, ja. Das will man bis zu 8 herstellen. Legierung haben wir genug. Und Silizium wahrscheinlich auch, wollte ich jetzt hoffen. 300 haben wir noch und die können wir bald ernten hier. Wobei jetzt Winter erstmal losgeht. Wie sieht's aus mit den Kristallen? Sind fast ausgewachsen. Ah, die Base gefällt mir schon viel besser als davor. So, Forschung machen Flakkanonen, danach machen wir Betonräume. Wenn wir das dann haben, würde ich eventuell Befestigung Beton machen, vielleicht. Oder Befestigung Kohlenstoff, aber ich glaube erstmal Beton. Und dann würde ich mal schauen, ob wir Beton aus Beton ein bisschen bauen. Defense und so. Kohlenstoff ist halt mit dem Drucker, ne? Und dafür brauchen wir aber jedes Mal Metalllegierungen und die brauchen wir aktuell eigentlich immer noch relativ viel für anderen Stuff. Wir müssen jetzt erstmal ganz viele Turrets ballern, ey. Turrets und... Oh, ein Baby. Turrets ballern und... Flakgeschütze. Guck mal. Wolfenbaby. Wurde gezähmt bei guter Gesundheit. Ja, gezähmt wurde eigentlich nicht. Sehr gut. Ah, nee, das ist kein Wolfenbaby. Doch, das ist das Wolfenbaby. Ja, wir haben noch 500 Stroh. Studieren, das darf ich einfach schneiden, ne? Ich würde mal eins studieren, I guess. Das, da haben wir es halt, dann können wir es anbauen, theoretisch. Ich finde das eigentlich ganz geil, wenn wir den einfach mal Stroh geben können. Das ist relativ unkompliziert. Energiekristall. Wird geerntet, Leute. Ich sehe gerade, hier kommen wir gar nicht hin, hä? Ah, ich will die ja eh wegreißen. 50 von 80. Kann ich das einzeln jetzt wegmachen? Düngen, schneiden. Blockierter Zugang immer noch. Ja, die hier wegreißen bitte. Weil ich kann die ja nicht verschieben. Aber nicht alles wegmachen, das wäre doof. Ja, ernte mal den noch. Ich weiß gar nicht, wofür wir die Energiekristalle brauchen. Ich habe die jetzt hier nur angepflanzt, weil ich die noch nicht kannte. Kann ich das jetzt bitte nur abbrechen, dass wir das linke nicht wegreißen spielen? Befehl abbrechen. Jetzt reißen wir hier alles weg, aber das lassen wir da. Mal gucken, ob wir dann jetzt gleich noch hier hinkommen, keine Ahnung.
Dann können wir das endlich hier mal wieder ordentlich machen, die Base. Hier machen wir dann schön Fenster rein und so. Vielleicht mache ich hier sogar einen Balkon. Unterkünfte, Balkon. Ich kann den halt nicht sehr groß machen, ne? Schauen wir mal. Er ist runtergefallen. Oh, stell dich mal vor, er wäre jetzt kaputt gegangen. Dann hätte ich mich ja übelst geärgert. Das können wir auch schon mal wegreißen dann. So, dann können wir hier nämlich mal noch ein paar kleine Fenster reinbauen. So, so langsam sieht es aus wie ein schönes Haus. Und jetzt kommt gleich ein Komet. Oder ein Meteorit. Und dann Ende Gelände. Palisadenwall steht auch soweit. Ich würde mal jetzt noch das hier alles wegruppen. Dann machen wir dann Palisadenwall hin. Hier genauso. Aber das machen wir dann, sobald das ready ist. Wir machen Step by Step. Das ist schon ziemlich viel hier. So, ziehen wir hier durch den Palisadenwall. Bup. Bup, bup. Jetzt die Mauer hier noch nicht fertig, oder? Das ist schlecht. Dass die jedes Mal angreifen, wenn die oben geworfen ist, Alter. Nee, hier lang, hier lang, hier alle nach rechts. Oh. Aber hier ist auch Doppelwall. Aber ja, die werden jetzt hier versuchen durchzukommen. Noch attacken die nix. Noch laufen sie verwirrt rum. Okay, aber wartet mal, vielleicht wollen sie doch wieder zurück, weil sie merken, oho, hier ist frei. Hier können wir durchlaufen. Ja, vielleicht aber auch nicht. Okay, das ist kritisch hier. Aber wenn die sich hier durchschauen, von hier können wir dann schießen. Das kriegen wir auch so hin. Ja, zieht euch mal zurück. Geht mal hier hin. Wir müssen jetzt hier... Oder wir schicken die hier hoch. Probieren wir es mal. Dann sind die sogar ein bisschen safe. Dann können wir von da oben ballern. Ja, das ist gut. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Erstmal die großen Viecher platt machen. So, sind ja nicht mehr viele. Hier noch. Nice. Ja, wo man gerade geschossen hat. Kann ich hier einfach mit der Drohne die jetzt platt machen? Eigentlich schon, oder? Tierangriff ist hier. Ja, nur mal mach du noch. Sehr gut. So, dann macht euch mal alle an die Arbeit wieder. Und die restlichen zwei jagen wir jetzt einfach mit der Drohne. So, und jetzt bauen wir das Ding mal komplett zu hier endlich. Wir haben 230 Legierungen. Höchstwahrscheinlich würde ich jetzt bald auch mal... Ich würde jetzt, glaube ich, mal schon mal anfangen, so Kohlenstoff herzustellen. Und wenn es dafür ist, dass wir erstmal für jeden eine Railgun machen können, weil Railgun brauchen wir auch 10 Kohlenstoff. Ich mache das Ding mal an. Und mache Kohlenstoff. Oh, und keiner... Nee. Nova, kannst du dich drum kümmern? Schade. Ach, come on! Mann! Quinn! Was ist denn das jetzt? Okay, okay. Hat sich beruhigt. Jetzt nur blöd, weil Nova sollte eigentlich Quinn heilen. Ich meine, Quinn blutet nicht dolle. Quinn ist eigentlich auch bewusstlos. Ah, jetzt ist er bewusstlos, ja. Okay, mal sehen, wenn sie aufhört, soll sich ja drum kümmern. So, wir haben schon zwei CPU-Kerne. Wie sieht die Forschung aus? Beton, wir können Flak machen. Flakkanone. Kostet auch ein CPU-Kern. Ist die Reichweite so... Ja, ist doch perfekt, oder? Wir müssen jetzt einfach so auf die Base hier bauen. Die sind ja nur für die Luft. Machen wir hier eine hin. Und hier. So, und danach bauen wir aber jetzt endlich hier mal ordentlich Turrets und alles und versuchen jetzt hier mal hier alles so ein bisschen zu befestigen. Mit Beton oder mit Kohlenstoff, mal schauen. So, und ich hätte gerne auch noch... Wir brauchen, glaube ich, bald neue Waffen. Die hält noch ein bisschen, die auch, aber es ist nur eine Pistole, die ist bald kaputt. Die geht noch.
Ich würde auch ihm gerne eine Raygun geben. Also wir brauchen mindestens zwei, vielleicht sogar drei, wenn wir das Pulsgewehr nicht wollen. Raygun haben wir hier. Krass, Otto, ich mache erstmal zwei Stück. Bitte auch vor KI kann erstmal keinen mehr machen. So, und wie sieht's aus mit Klamotten? Haben wir das immer noch im Auftrag? Yo, wir müssen mal schneidern jetzt endlich mal, Alter. Das gibt's ja gar nicht. Schneidern soll Kana machen. Ich mach mal auf 1. Und Anfertigung auf 2. Dann erstellen auch auf 2. Dass ich jetzt erstmal endlich Klamotten mache. So, jetzt hoffe ich, dass wir erstmal ein bisschen Ruhe haben. So. Betonräume haben wir erforscht. Jetzt können wir, glaube ich, hier, genau, beauftrage die Überlebenden, Ziegel zu brennen. Beton. 5 Steine geben 10 Beton. Für immer. Ich würde gleich mal noch schnell hier Rocket Launcher in Auftrag geben. Ach krass, die können wir sogar nebeneinander bauen. Ja, okay, machen wir erstmal so. 3 Stück. Okay, Rocket Launcher sind already. Jetzt bannen uns halt jedes Mal hier wieder den Zaun, ne? Okay. So, ich würde es auf jeden Fall langsam mal anfangen, hier mal ein bisschen die Defense vordermann zu bringen. So, wir haben auf jeden Fall ein bisschen Kohlenstoffstrukturen. Können wir jetzt bauen. Ich will Boden arbeiten. Kohlenstoff. Das wäre exakt die Höhe hier. Ich werde es mal probieren. Ich mache mal so. So. Wir müssen ja immer 2 Abstand lassen, ne? Meine Idee war, dass wir das dann 1 höher bauen. Für die Optik. Und jetzt lassen wir mal schnell schauen im Gegenschütz. Wenn ich das jetzt hier drauf setze, wie schießt du denn? Der kann relativ gut in den Trapfloor reinschießen. Der erwischt dann fast alles. Das ist cool. Er kann aber nicht, wenn die hier sind, da. Aber am Ende wollen wir eh, dass die Gegner sollen ja alle hier durchlaufen. Dann ist das gut. Und wenn wir das hier platzieren, ist schon nicht mehr so optimal. Das könnte aber... Wir können das auch gleich noch höher bauen, ne? Dass wir hier über den Zaun schießen können. Ich breche die mal noch ab. Hier finde ich erstmal okay. Da überlege ich weiter. Auf jeden Fall würde ich hier ein MG-Geschütz hinsetzen. Hat sogar eine Stromanbindung. Das hier würde ich hier hinsetzen. So, wir brauchen wohl langsam mal wieder Altmetall. Also wir müssen jetzt langsam mal wieder auf Expedition gehen. Ich lasse den nochmal ausschlafen eben. Wie spät ist es? 5 Uhr früh. Ja, könnte es eigentlich jetzt gleich starten. Dann können wir nämlich jetzt so machen. Deshalb breche ich nochmal ab. Ich probiere es erstmal jetzt hier aus. So, und dann war die Idee, dass wir hier dann auch Geschütze draufsetzen. Zum Beispiel Lasergeschütze. Geht hier nicht, wegen der Lampe. So, ich starte mal Expedition, ey. Sternschnuppe! Grüß dich. Uraltes außerirdisches Raumschiff muss erforscht werden. Sternschnuppe. Mehr haben wir nicht? Wir können mit Quinn mal erkunden gehen, aber das bringt immer nicht so viel, ne? Probier's mal. Okay, krass. Schade. Wir haben gerade nicht viel Expeditionen. Die meisten sind anscheinend abgelaufen. So, Leute, hier die ersten Kohlenstoffstrukturen. Die sehen halt mal richtig Sci-Fi aus hier. So, und ein so ein Ding hat 300 Trefferpunkte. Im Vergleich Holz 100. Also, das ist ja nur eine Foundation, mehr ist es ja nicht, aber damit das erhöht steht. Mein Ziel ist halt schon wenigstens hier, dass wir auch Kohlenstoff draus machen. Und hier mal gucken: Beton oder Kohlenstoff? Wahrscheinlich Beton. Hier haben wir schon 20. Haben wir das jetzt schon erforscht? Nee, ging ja noch nicht. Wir mussten erstmal Beton herstellen. Aber jetzt müsste es gehen. Okay, uralte Sprache machen wir später weiter. Kraftfeldbarriere später weiter. Befestigung Beton. Ich will sehen, ob wir Palisadenbeton bauen können. Eine Kohlenstoffbefestigung hat übrigens 900 Trefferpunkte. Neue Expeditionsstelle. Ja, mach hin. So, nimm dir die Zeit, um einige CPU-Kerne zu beschaffen. Wir könnten einige elektronische Geräte gebrauchen. Sammle einfach so viel Schrott wie möglich. Auch Computerkerne wären cool. Ja, damit. So, dann sehen wir unsere Base auch mal, ohne dass hier 20.000 Leichen rumliegen. Einen glatten Meteoriten hat sie entdeckt. Sie behält ihn als Glücksbringer. Okay.
Ja, Kohlenstoff ist halt übelst teuer, ne? Ein Kohlenstoff kostet eine Metalllegierung und einen Flüssigtreibstoff, das ist krass. Treibstoff müssen wir aber noch genug haben. Haben wir noch 400. So, Lasergeschütz. Wie sieht's aus, wenn wir das hier hinstellen? Also interessant für uns ist ja dieser Bereich da. Wenn ich den jetzt hier hinsetze, würde ich auch denken, dass wenn hier oben Flugviecher sind, dass der auch drauf schießen kann, oder? Ja, also nach oben sollte der trotzdem überall schießen können. Vielleicht sollten wir das Flutlicht anders platzieren, das wäre noch eine Idee, dass das nicht so im Weg ist. So, und das ist auch Lasergeschütz, ne? Ja, machen wir hier. So, und die Rocket Launcher hätte ich auch ein kleines Stück weiter vorne, also so, dass der Zielbereich so hier eher ist. Dann müssen wir die noch ein kleines Stück nach vorne verschieben. Können wir halt auch hier hinsetzen, ne? Hier so. Müssen wir aber hier noch Stromleitung setzen. Moment, stopp. Wir müssen aufpassen. Ja, wenn ich die hier hinsetze, ist doch super. Glaube ich. Zielbereich. Ungefähr. So hier, dass wir nicht mal auf unseren Zaun schießen. Ja, so hier. So, Zielbereich. Hopp. Zielbereich. Wow. Okay. So, und dann brauchen wir noch eine Stromanbindung. Ich mache hier aber gleich mal zwei hin, falls irgendwas in die Brüche geht. So, Forschung. Beton geht los, also läuft. So, wenn wir jetzt hier so machen und dann da auch so ein Ding platzieren. Wie schießt der? Das ist nicht so optimal. Jetzt würde mich interessieren, wie der schießen würde, wenn hier nicht die Erhöhung wäre. Also hier dieser Palisadenwall. Wo ich fast der Meinung bin, lass das mal wegruppen. Testen das mal. Weil wir haben hier mittlerweile so viele Barrieren dazwischen, dass das okay ist, wenn das weg ist. So, wie würde er jetzt schießen? Da ist sie gut aus, oder? Also uns interessiert ja vor allem wieder der Trap-Bereich. Und der ist relativ clean, also der ist relativ frei. Wir haben hier eine kleine rote Stelle, aber das juckt ja nicht. Der wird trotzdem die ganze Zeit durchfeuern, wenn die hier rumrennen. Okay, das ist schon mal gut. Legierung haben wir noch 120, CPU-Kerne haben wir 6 Stück, sehr geil. Also das läuft jetzt hier gerade. Dann baue ich hier noch einen. Hier machen wir das gleiche. Und als nächstes würde ich noch ein paar MG-Geschütze bauen. Und einfach für die Optik, Leute, würde ich zumindest jetzt schon mal... bis hierhin Kohlenstoff machen. Gucken, wie das aussieht. Zaunpfosten. Kohlenstoffzaun. So, wir brauchen 28 mehr. Ja, wir sind gerade am Drucken. Gucken, wie das aussieht, wenn das ineinander ist. So, Beton erforscht. Können wir daraus jetzt Beton machen? Yo. 600 Trefferpunkte immerhin. 10 Beton kostet das, wir haben jetzt 40. Ja, aber Steine kommen wir relativ gut ran. Wir müssen das halt nur umwandeln. Das heißt, wir brauchen eigentlich noch ein paar Schmelzöfen. So 2 Stück vielleicht, dass wir das schnell umwandeln können. Ich baue mal hier einen hin. Ich mach so hier. So, und gleichzeitig würde ich gleich dann noch ein bisschen Steine klopfen gehen. Ja, aber das sieht doch schon mal ganz geil aus, oder? Oh, wir haben angegriffen. 114. 114 von diesen Spuck und dann nochmal... Nee, ja, 114 Kreicher und dann nochmal Skaraba-Übergröße. Voll gut, hier, schaut. Das nehmen wir damit. Das nehmen wir dann gleich mit, das ist nicht weit weg, das Eisenerz. So, aber... Ja, wobei, wenn ihr jetzt nicht da reinrennt, bin ich eigentlich... happy. Ich gehe, glaube ich, trotzdem auf Nummer sicher, oder? Ich hole die nach Hause. Ich will die nicht verlieren. Die müssten jetzt eigentlich alle von hier kommen. Mal gucken, wie das jetzt ist mit 3 Rocket Launchern. Wir haben sogar schon die... Lasergeschütze ready. So, die sind fertig. Wird man Beton für immer einstellen? Ist sogar. Okay. Wie sieht mit Strom? Wie sieht das aus? Plus 400 ist in Ordnung. Aber ich glaube, wir müssen bald mal nochmal so ein, zwei Batterien vielleicht bauen. Dass wir, wenn wir angegriffen wären, genug Polster haben. So, die kommen bestimmt gleich. Wir haben übrigens unsere ersten Verbände hergestellt. Ich glaub's ja nicht. Alter, sowas macht man echt voll früh. So, sie kommen. So, die müssten alle jetzt reinlaufen. Die kommen ja sogar von der Seite. Das ist ja wirklich optimal. Der beste Weg ist doch hier durchlaufen. Hier können wir auch noch Traps platzieren dann überall. Oh nein, die Ulfen. Nein, wurden in die Falle gelockt. Bewegungssensoren? Dankeschön.
Sehr gut. So, drei Rocket Launcher schießen jetzt immer. Mal sehen, wie weit sie kommen. Ja, die schießen ein bisschen hin. Ach, das passt doch alles. Das ist so gut. Das sind ja schon ganz schön viele, ey. Ah, sieht gut aus. Die sind fast alle schon RIP. Die sind fast alle RIP. Ne, die sind alle down. Zwei. Die kommen noch. Okay. Ja, unsere Leute können wir schon mal wieder zurückschicken. So. So, Defense, würde ich mal sagen, hat deutlich verbessert. Gefällt mir. Base. Viel, viel hübscher. Und wir haben sogar eine gewisse Anti-Flugeinheit hier. Also mit den zwei Flakgeschützen. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. So, ich will mir jetzt mal eben angucken, Beton, wie es aussieht. Ich mach mal die Seite hier komplett. So, wir müssen vor allem viel Steine jetzt farmen. Aber Steine haben wir eigentlich relativ ordentlich in der Nähe gehabt, überall. Ich mache erstmal hier unsere Bots an. Haben wir mittlerweile ein Erntewerkzeug hergestellt, ein zweites? Eins auf Lager, jo. Du hast noch kein Erntewerkzeug. Der andere hat. So, da hinten haben wir Steine. Ziemlich viele sogar. Abbauen. Abbauen. Ich weiß nicht, ob wir sogar Eisenerz draus bekommen können, weil wir haben hier geskillt. Erzschürfen. Bergarbeiter haben eine erhöhte Chance, beim Aufbrechen von Felsenerz zu finden. Mal gucken, weil, ne, das sind ja Felsen. Vielleicht haben die, können wir da auch dann Eisenerz rausziehen. Ich weiß es nicht. Ah ja, hier war ein Meteorit gelandet. Das bitte auch abbauen. So, aber ey, das sieht cool aus, damit, wenn das hier eine Kohlenstoffwand ist. Die hat übrigens 150 Trefferpunkte. Nochmal zum Vergleich. Die Zaunpfosten haben 50. Also haben dreimal mehr. Aber das ist vor allem auch ein Optik-Ding, so. Gucken wir so aus, wie wenn das hier Beton... okay. So, und die haben jetzt 600 Trefferpunkte anstatt 300. Ja, nice. Die Befestigung hätte, würde ich auch gerne Beton machen. Was ein bisschen nervt ist, irgendwie ist das hier niedriger als die hier. Aber ich mache erstmal hier raus Beton. So, und hier müssen wir ja Beton herstellen, ja. Ist dabei. Okay, sehr gut. So, und dann hatte ich gesagt, Bewegungssensor wäre schlau. Ich würde den mal... Ich würde mal so ungefähr sagen hier, dass wir den hier hinsetzen. Also. So, müssen wir noch mit Strom verbinden. Ich mache mal zwei. Falls hier irgendwas weghauen oder so. Dann bin ich aber geneigt, dass wir hier dann auch noch Palisadenwald draußen machen, I guess. Ich hatte ja sogar hier schon so angefangen. Ah, das machen wir dann später, dann mache ich wahrscheinlich dann gleich Beton draus. Aber die sollen jetzt erstmal herstellen und abbauen, weil ich würde gerne erstmal die Türme Beton draus machen. Betonturm. Geht auch Kohlenstoff, ne? Wäre vielleicht gar nicht so dumm, weil da macht es schon Sinn, dass die nochmal 300 Trefferpunkte mehr haben. Ah, da brauchen wir sehr viel Kohlenstoff. Also pro Turm 50. Das ist krass, das sind 50 Metalllegierungen. Ich mach erstmal Betonturm. Wie gesagt, mich nervt es, dass der hier so niedrig ist. Was ist denn das, Alter? Genau an der Stelle geht er nach unten. Oh, Notsignal. Hier würde ich gleich mal noch nachgehen. Notsignal, Quint, mach mal. Triebwerkstürme. Christian, let's go. Wir haben übrigens 8 KI-Kerne, 27 elektronische Geräte. Okay, krass. Vielleicht sollte man das jetzt erstmal ein bisschen stoppen. Ich habe, glaube ich, bis zu 10 eingestellt. Ich habe bis zu 8 eingestellt. Ne, wir haben den Grenzwert erreicht, alles gut. Wir könnten jetzt überlegen, mal noch 2 Railguns zu machen. Aber das habe ich ja schon eingestellt. Wir haben schon eine Railgun. Okay, Quinn. Ist gerade unterwegs. Ich weiß ja nicht, wie geil ich das Pulsgewehr finde. Hat eine kurze Reichweite, verschießt Pulswellen, die Gegner verlangsamen oder betäuben. Das ist halt ganz cool, betäuben. Aber solange wir hier deffen, ist geiler als Railgun, ne? Okay, wir haben irgendjemand irgendeine Leiche gefunden. Können aber irgendwas plündern. Sie hat irgendwas gehört. Versuche herauszufinden, woher das Geräusch kommt. Eine riesige Insektoiden-Kreatur. Schlag sie in die Flucht. Sieg. Gut gemacht. Okay, wir kriegen Altmetall. Ist klar. Laserpistole 2.0. Was ist das denn?
Die verbesserte Version der Laserpistole mit kurzer Reichweite. Hat eine höhere Angriffsrate, verursacht aber nur leichten Schaden. Ja, okay, aber die Reichweite ist halt nicht so hoch dann. Trotzdem. Können wir jetzt so legen, ne? Kriegen wir zwei KI-Kerne. Krass! Und zwei. Also ne, zwei CPU-Kerne so rum und zwei Energie-Module. So, wie sieht denn Strom aus? 5000. Ich würde gern, glaube ich, noch ein, zwei Batterien bauen, Ich mach mal hier noch eine rein. Und hier muss ich auch noch einen. Hey, aber die Betontürme sehen auch cool aus. So, und wir haben jetzt 600 Trefferpunkte anstatt 300. Die haben wir sogar ein bisschen Schaden bekommen. So, wir müssen jetzt erstmal den Winter überstehen. Lass mal die Heizung anmachen. Einschalten. Ja. Wow, aber das sieht jetzt. Das, okay, das sieht hart nach Gefängnis aus. Aber irgendwie auch cool, oder? So, wir machen sie noch. Ey, dass dieser Turm so niedrig ist, das triggert mich übelst. Aber wisst ihr, was wir machen könnten? Wartet mal, ich habe vielleicht eine coole Idee. Ich überlege halt gerade, ob man hier noch eine Foundation etwas höher direkt an den Palisadenwall ransetzt und darauf dann auch nochmal Geschütze platziert. Das Problem ist nur, dass wir hier Platz lassen müssen, glaube ich. Ich platziere mal eben die Lampe um. Ich mache die mal kurz hier hin. Wir bauen die gerade um, oder? Ja, wir brauchen noch Beton. Ich sehe gerade, wir brauchen sogar Metalllegierung für die Befestigung, krass. So kann ich mich ja ein bisschen drüber hinwegtrösten, dass Prison Architect 2 verschoben wurde. Hier. Das sieht ja echt hart nach Gefängnis aus. Oh, wir haben uralte Sprache erforscht, Leute. Wir können jetzt die Expedition machen, oder? Warte, nee, die war das nicht. Die hier. Uraltes außerirdisches Schiff. Dafür brauchen wir das. Quinn, mach du mal. Du bist schnell. Raumschifftrümmer. Kristall, let's go. Triebwerkstrümmer. Nova. Mach du mal. Oder Samantha. Ah, ne, die hat nur Physiologie 2. Dann mach ich Nova. So. Es wäre aber gut, wenn wir jetzt nicht angegriffen wären. Ich habe jetzt drei Leute, die nicht da sind. Ah, da kriegt man jetzt schon Bock, das überall so umzubauen, weil es einfach übelst cool aussieht, ey. Und das hat einen Sinn. Aber es sieht auch übelst cool aus. So, Triebwerkstrümmer abgeschlossen. Gut gemacht, sehr gut. Gehen wir ein bisschen Alpental. Und überall das außerirdische Schiff. Das ist jetzt, weil wir das erforscht haben. Das Seenschiff sendet eine Notmeldung aus. Die Nachricht erzählt die Geschichte einer uralten Terraforming-Flotte, die den Planeten vor vielen Jahrtausenden erreichte. Es ist nicht klar, welche Ziele die Flotte verfolgte und ob sie diese erreichte. Ich sehe hier nichts, was von Nutzen wäre. Quinn erhält das Vergnügen, alte Zivilisationen entdeckt. Okay, das hat uns jetzt nicht so viel gebracht, dafür, dass wir 5 Tage erforscht haben, dass wir das lesen können. Aber vielleicht ist das so eine Kettenquest, irgendwas, mit der Expedition. Wir müssen dann irgendwann mal diese Orbitalfunkgerät bauen und erforschen erstmal. Und da können wir dann in den Weltraum funken und darüber versuchen dann irgendwie also wir können Kontakt versuchen aufzubauen, dass wir vielleicht gerettet werden irgendwie. Zumindest steht das ja so. Ich mache jetzt aber erstmal Kraftfeldbarriere. Ich hätte nämlich Bock, wenigstens hier eine Kraftfeldbarriere dazwischen zu setzen oder so, mal gucken. Raumschifftrümmer. Ja, das ist ja erstmal Quark, ja, dann nehmen wir erste Hilfekästen mit. So, ich will mal was testen jetzt. Ich verschiebe den mal eben ganz kurz. Hier hin. Und jetzt. Unterkünfte. Boden. Beton. Ich muss sagen, das Beton sieht irgendwie cool aus in dem Game. Wenn ich das jetzt so platziere, darf ich dann ein Geschütz drauf bauen? Wahrscheinlich nicht, ne? Wenn ich es so baue, dann auf keinen Fall, weil das ist ja eine Höhe. Wenn ich so baue. Das geht nicht. Arbeitsbereich blockiert. Arbeitsbereich blockiert. Wenn ich so mache, können wir eins draufsetzen. Das wäre jetzt schon cool. Wie würdest du denn schießen? Das würde voll hinhauen, Leute. Also, Trap Floor ist relativ. Nee, da ist kaum was rot. Das würde gehen. Dann könnte man theoretisch dann hier die Türme dann dahinter setzen, vielleicht. Die Frage ist nur, wie schießen die dann? Das müssen wir auch noch testen. Ich baue mal so. Probieren das mal. Noch höher kann ich das ja nicht machen, ne? Ich könnte auch so machen. Aber dann können die ja nicht mehr drüber schießen. Deswegen würde ich das mal die Höhe nehmen. Theoretisch können wir unsere Leute sogar hier oben drauf laufen lassen, ne? Wenn wir unsere Leute in so einem Befestigungsturm haben und wir werden von Fluggegnern angegriffen, das ist doch ein Dach. Sind die dann geschützt? Okay, ich mach das erstmal wieder zurück. Machen wir erstmal so, weil wir müssen sowieso erstmal ganz viel Beton grinden, wenn wir das irgendwie so umsetzen wollen. Jetzt muss ich noch schauen. Wenn ich hier noch ein Geschütz haben will, dann
Lasergeschütz. Quasi so hier. Kann ich die Laterne jetzt? Kann ich die nicht mehr davor platzieren. Ja gut, dann machen wir die halt hier hin. Und die machen wir genauso. Jetzt machen wir symmetrisch. Weil wir Freunde der Symmetrie sind. So. Ist krass, wie lange das trotzdem dauert, bis das mal hier ein bisschen was durchgeschmolzen ist. Das ist 30 Strom ein so ein Ding, ey. Also, da will ich halt jetzt auch nicht mehr so viele bauen, aber Strom müssen wir wahrscheinlich jetzt bald mal schauen, ne? Wobei, Batterien sind relativ voll. Und könnte man noch Solar, wie sieht's aus, elektronische Geräte? Ja, aber noch haut der Strom hin. So, das hätte ich gerne hier. Sehe ich auch noch ein Lasergeschütz. So. Okay, jetzt würde ich sehr, sehr gerne nochmal angegriffen werden. Übrigens, hier ist offen. Mich würde jetzt sehr interessieren, wie das so ist mit der Defense. So, einfach wie viel der schießt und alles. Finde ich jetzt sehr, sehr spannend. Wartet mal, stimmt. Wir können ja eine Foundation einfach drunter bauen. Auf die Idee bin ich jetzt gar nicht gekommen. Also wir können so machen, ne? Uneben. Jetzt haut's hin. Ey, die Foundation da hinbauen, das war gut. Schlau. So, dann hätte ich hier gerne auch einen Betonturm. Also machen wir gleich. Was machen wir jetzt mit dir? Den hätte ich ja gerne hier. Ich glaube, die sind jetzt ein bisschen höher, die Türme, als davor, ne? Naja. Aber niedriger geht nicht. So, und dann bitte hier auch Betonturm. Ah, ich mag meine Defense. Sieht hübsch aus. Und die hätte ich auch gerne Betonturm. Wie sieht Strom aus? Plus 230. Okay, ich baue noch mehr von den Schmerzhöfen. Machen wir hier noch einen hin. Und hier. So, Beton rein, Altmetall rein, let's go. Übrigens, wir haben 3 Railguns über. Die ist fast RIP. Tauschen wir aus. Hier noch. Übrigens auch eine Railgun. Hier gebe ich auch erstmal eine Railgun. Und die geht noch. Railgun erstmal rausnehmen. Sonst haben wir überall Grenzwert erreicht. Das heißt, wir können ja andere Sachen machen. Das hatten wir lange nicht mehr. Könnten sogar mit den Leuten ein bisschen abbauen gehen. Oder wir machen halt noch ein, zwei Erntebots. Wäre auch eine Idee. Aber ich würde es erstmal gucken, dass wir überall schön Defense hin platzieren, Tower etc. Vielleicht bauen wir sogar noch ein, zwei Flakgeschütze, keine Ahnung. Ich würde jetzt erstmal gucken, so wie die nächste Angriffswelle läuft. Tharion-Quelle. Unsere Sensoren reagieren auf sich wiederholende Ausbrüche von Tharion-Strahlung. Mit etwas Mühe und Lokalisierungsaufwand könnten wir die Quelle ausfindig machen. Okay. Das ist das hier. 12 Tage haben wir Zeit. Reisezeit 8 Stunden. Quinn, mach mal. Raumschifftrümmer. Christa? Okay, mehr haben wir nicht. So, ist auch ready, wunderbar. Und den auch noch. Dann haben wir das erstmal. Alles mitnehmen, das ist richtig viel Beton hier. Okay, ich habe ein altes Lerngerät gefunden. Es ist mit einem CPU zu Gehirninterface ausgestattet, mit dem Wissen direkt ins Unterbewusstsein übertragen werden kann. Das ist ja wie bei Matrix, Alter. Die Subroutinen scheinen für Bauern geschrieben worden zu sein. Das System scheint funktionsfähig zu sein, allerdings ist noch ausreichend Energie für eine einmalige Verwendung vorhanden, natürlich. Eine bauen, anfertigen, kochen, anbauen. Bauen, würde ich sagen. Schade, dass wir nicht kämpfen auswählen können. Ich mach bauen. So, jetzt hat er bauen. 9. Let's go. Sehr schön. Ich wollte schon mal ein bisschen Kohlenstoff noch machen. Kohlenstoff. Oh, die Türen sind ja teuer. Also hier 2 Türen brauchen wir nicht. Und hier ist auch schon eine Tür, das reicht doch. Und hier haben wir auch schon eine Tür, das reicht doch. So, machen wir so, so. So, kostet nämlich nur 3 Kohlenstoff und nicht 10. Oh, wir werden angegriffen. Oh. Die sind groß.
Riesige Gottesanbeterin. Okay, jetzt bin ich sehr gespannt. Erstens, ob wirklich alle hier reinlaufen. Oh, stopp. Wir müssen die Bots reinholen. Und zweitens, wie ihr unser Schaden ist. So, mal sehen, wie die sich jetzt verhalten. Hört mal auf die Ecke zu schlagen. Kommt mal hier hin. Die sind echt krass, die Viecher. So, die haben das jetzt kaputt gehauen, aber die kommen jetzt alle hier rüber. Feuer. Okay, der ist schon down. Ja, das sieht doch gut aus. Okay, das sieht richtig gut aus. Oho. So, da sind noch ein paar. Ich finde es so cool mit den Bewegungssensoren. So, den Rest kriegen die Geschütze hin. Okay, also ich würde mal sagen, Defense bis hierhin läuft erstmal. So, okay, die haben das eine Holz so kaputt gemacht, ansonsten alles super. Aber da sieht man, ne, da macht es halt auch Sinn, wahrscheinlich hier, mal gucken. Also die haben das kaputt gemacht und dann sind sie umgedreht, weil sie auch gecheckt haben, oh. Aber warte mal, hier ist ja noch, sind noch welche. Da kommt noch eine. Ah, die müssen wir mal studieren, Leute. So, nächste Target wird jetzt sein Orbital-Funkgerät und so erforschen. Und irgendwie versuchen, in den Weltraum zu funken. Und dann mal gucken, ob wir es hier rechtzeitig wegschaffen. Schauen. So, Leute, das war's dann mit der Episode. Ich bin gespannt, was ihr schreibt, wie es Feedback so ist. Denkt auf jeden Fall an den Daumen, positiv wie negativ. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns im nächsten Teil-Video dann wiedersehen. Ne? Macht's gut. Tschüssi.